Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die CDU und der Iran. Das ist das Thema heute, und wir machen jetzt mal eine Gegenüberstellung von dem, was Sie politisch so fordern, und dem, was Sie politisch so liefern. Erste Schaufensterforderung. Sie fordern das Verbot und die Zerschlagung islamischer Terrororganisationen. Sehr richtig. Die Realität: 15 Jahre lang haben Sie unter Merkel nichts gegen die islamische Terrororganisation Hisbollah unternommen. Nichts. Dann kam der Juni 19. Die AfD fordert das Hisbollah-Verbot als Organisation. Und dann dauert es noch ein Jahr, bis April 20. Da kommt dann das Betätigungsverbot, viel schwächer, von Herrn Seehofer. Wieder ein Jahr später, Juni 21. Es regiert immer noch die Union. Die Zeit stellt fest, ich zitiere, Betätigungsverbot für die Hisbollah zeigt kaum Wirkung. Und zwei weitere Jahre später, November 23, inzwischen regiert die Ampel. Die Bild-Zeitung stellt fest, Zitat, Verbot von Terrororganisation Hisbollah bleibt folgenlos. Das ist die Realität. Zweite Schaufensterforderung. Sie fordern, die iranische Revolutionsbewegung aktiv unterstützen. Das heißt, sie wollen im Iran eine Revolution gegen das Regime, den Körper. Und die Realität? Sie sind nicht einmal in der Lage, den Arm, den terroristischen Arm in Deutschland dieses Regimes zu zerschlagen. Die iranische Opposition im Iran unterstützen. Die Realität: Dezember 22, die Bundesregierung stellt fest, iranische Oppositionelle werden vom iranischen Geheimdienst massiv bedroht und eingeschüchtert. In Deutschland, bei uns. Das hat nicht erst unter der Ampel angefangen. Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie die Opposition hochgerüstet und bald atomar, im hochgerüsteten und bald atomar im bewaffneten Iran schützen können, im Iran, wenn Sie nicht einmal in der Lage sind, die Oppositionellen in Deutschland zu schützen? Dritte Schaufensterforderung. Sie fordern das Verbot des Islamischen Zentrums Hamburg. Sehr richtig. Und die Realität? Seit 1993 wird das Islamistenzentrum vom Verfassungsschutz beobachtet. Seit drei Jahrzehnten wissen wir, dass dieses Zentrum von den Mullahs gesteuert wird aus dem Iran. Weder die Regierung Kohl noch Merkel hat irgendetwas dagegen unternommen. Genauso wenig wie der Rest. Im Gegenteil. Der Bundespräsident empfängt die Dachorganisation, Repräsentanten der Dachorganisation des IZH offiziell und Nancy Faeser beteiligt die Dachorganisation des Islamistenzentrums an ihrer Studie über Muslimfeindlichkeit. Die Mullahs im Teheran entscheiden darüber, was wir hier in Deutschland über den Islam noch sagen dürfen. Das ist die Realität. Ihre Schaufensteranträge stehen für ihre aller Grundprobleme. Sie fordern die Weltenrettung, die Demokratisierung, Regime-Change, Revolutionen in Weltgegenden tausende von Kilometern entfernt von uns, wo sie nicht den leisesten Einfluss haben. Sie spielen die große Weltpolitik und die Realität, ich zitiere Zeitungsartikel der letzten Tage. Geheimtreffen von Islamisten in Hamburg, blutige Clanfehde in Essen und Zitat an deutschen Schulen. Kinder konvertieren aus Angst zum Islam, um in der Schule keine Außenseiter mehr zu sein. Wenn Sie jetzt nicht mächtig bei uns aufräumen, gibt es keine demokratische Revolution im Iran, sondern eine islamische Revolution in Deutschland. Gott bewahre uns davor.